Als nächsten Vortrag heute ist jetzt Dr. Med. Hans-Christoph Scheiner unter uns. Er wurde geboren 1946, ist seit 1975 als Facharzt für Allgemeinmedizin mit Ausrichtung auf Naturheilverfahren und Psychotherapie tätig. Er ist zusätzlich langjähriger Umweltmediziner. Er begründete mit seiner Frau Anna Scheiner neben seiner Praxis in München das Institut für holistische Medizin, also wenn ich das recht verstehe, ganzheitliche Medizin. Dr. Scheiner ist darüber hinaus Vorsitzender der Partei Aufbruch. Er ist Autor von Sachbüchern, umweltmedizinischer Gerichtsguthaber, Sachverständiger bei parlamentarischen Anhörungen und Mitwirkender bei vielen Fernseh- und Rundfunkbeiträgen. Also wir haben hier jemand unter uns, der etwas bewegt. Er hält regelmäßig medizinische, ökologische und bürgerrechtliche Vorträge und tritt auch als, man höre und staune, als belletristischer Autor, also in Lyrik, Erzählung, Drama, Satire, sowie als kritischer Liedermacher an die Öffentlichkeit. Also da haben wir einen sehr vielfältigen Mann. Er wird uns über Strahlung auch wieder etwas sagen, Mobilfunk, da stellt sich die Frage, Mobilfunk, hat das nur mit Klängen und Geräuschen zu tun oder kann man damit auch andere Dinge bewirken? Dr. Scheiner sagt ja, das kann man und er sagt Dinge, von denen wir sagen, da brauchen wir Information, denn er wird Gefahren ansprechen, beunruhigende Zusammenhänge im Zusammenhang mit Mobilfunk aufzeigen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Reden. Ich danke, dass Sie bedenken, dass wir hier ABC-Schützen sind und wir sind gespannt auf Ihren Beitrag. Ja, schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Ich betrachte es als ein Privileg, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Noch viel mehr. Noch viel mehr, weil uns das Schicksal diese Möglichkeit gewährt hat, beziehungsweise uns nicht weggenommen hat. Wir sind mit einem lieben Freund, den ich Ihnen im Anschluss als Elektrosensiblen und Elektroallergiker, als einen modernen Technikmenschen, der durch die Technik so krank gemacht wurde, dass er jetzt in Funklöchern in den Wäldern leben muss, mit dem Herrn Ulrich Weiner, der nachher zu Ihnen sprechen wird und Ihnen seine Erfahrungen mitteilt, sind wir gemeinsam gefahren und er braucht natürlich immer seinen Anhänger dabei. Er wollte Richtung Schwarzwald und am Ammersee, nicht weit zwischen München und Landsberg, hat uns in einer Schneise der Wind erfasst. Plötzlich fing dieser lange Hänger an zu schaukeln und vorne mit unserem Ford Galaxy zu machen, was er wollte. Schließlich hat uns der Anhänger überholt und sowohl der Anhänger als auch das Auto sind Totalschäden und wir haben gewartet, na was passiert jetzt? Wir standen dann 180 Grad in die andere Richtung und es ist uns wie durch ein Wunder kein Kratzer geschehen. Und vielleicht hat das auch mit der positiven Atmosphäre, die hier besteht, ein bisschen zu tun. Ja, meine lieben Damen und Herren, und ich sehe auch sehr viel junges Volk, das ist sehr, sehr, sehr erfreulich. Jetzt haben wir ja über das HAB-System, über die Chemtrails, über das HAB-System haben wir abenteuerliche Sachen erfahren. Und so wie ich die Literatur kenne und auch ein bisschen Einblick in die Technik habe, muss ich Ihnen sagen, leider Gottes, die Science Fiction, die Zukunft hat schon angefangen. Das heißt aber nicht, meine lieben Damen und Herren, und das freut mich auch, dass Herr Altnickel in dieser Richtung seinen Vortrag beendet hat, das heißt nicht, dass das Kind restlos in den Brunnen gefallen ist. Es hat sich natürlich schon einigermaßen nass gemacht, aber es kann aus dem Brunnenschacht noch rauskrabbeln. Der Bürger hat heute noch eine ganz große Chance, dass er das Ruder herumreißt und dass vielleicht trotz dem einen oder anderen Totalschaden er trotzdem unbehelligt das
Gehäuse seiner Zeit verlässt und dass wir doch noch unseren Kindern eine lebenswerte Biosphäre hinterlassen. Und ich möchte gerne an einiges, was Herr Altnickel gebracht hat, anschließen. Ich werde es ein bisschen straffen, weil Sie ja schon einen anstrengenden Tag hinter sich haben und ich auch dem Herrn Weiner, wie gesagt, Zeit lassen möchte. Aber ich möchte, meine lieben Damen und Herren, heute am Abend noch ein kräftiges Stück für Ihre Gesundheit tun. Und jetzt mal gleich eine Frage: Wer von Ihnen hat denn ein Schnurlostelefon zu Hause? Ah, so viele schöne Hände. So viele schöne Hände. Und wer von diesen guten, lieben, schönen Händen möchte denn gesund bleiben und wünscht das Gleiche seinen Kindern? Oh, das sind ja genauso viele. Gut, dann passen Sie auf. Meine lieben Damen und Herren, fühlen sich bitte nicht vergackeiert. Die Schnurlostelefone, die Sie zu Hause haben, nach dem sogenannten DECT-System, Digital Enhanced Cordless Telephone, so heißt das Ding, also digital verstärkte Schnurlostelefon, die sind brandgefährlich. Die sind mit 1,8 Milliarden Hertz schwingt dieses Signal. Es ist mit 100 getaktet, über die Taktung sprechen wir dann noch. Da haben wir ja schon Alarmierendes gehört. Wir haben also erfahren, dass auch die Biologie offenbar mit dem Erdrhythmus taktet. Da kommen wir auch ganz kurz noch drauf zu sprechen. Und diese Taktung, diese 100 Hertz, mit denen also dieses Hochfrequenzband unterbrochen ist, ist besonders ungünstig für unsere Blutgefäße. Aber das Schlimme, diese Schnurlostelefone, die funken 24 Stunden lang, ob sie telefonieren oder nicht. Und man fragt sich, warum hat denn zum Beispiel so eine bedeutende Firma wie Siemens oder Philips oder diese ganzen Firmen so ein Biest überhaupt hergestellt? Gott sei Dank werden die jetzt etwas entschärft, dass sie nur dann strahlen, wenn man auch wirklich telefoniert. Aber Sie haben mit Sicherheit zum großen Teil, ich würde sagen zu 90% noch, diese herkömmlichen DECT-Systeme. Und die funken 24 Stunden lang, ob sie telefonieren oder nicht. Und schwedische Studien haben herausgefunden, und zwar von der Universität Örebro, ein Professor Hadel, dass die Leukämierate, und da bitte schön an die Kinder denken, dass die Leukämierate 7- bis 11-fach so hoch ist. Die Kinder sind leider immer die ersten Opfer dieser Technologie. Ja, jetzt haben wir also hier ein Bild und da sehen wir viele, viele verschiedene Funkeinflüsse. Wir haben hier das Handy, wir haben hier die Mobilfunkantenne, wir haben Radar, wir haben Navigation, wir haben Rundfunk, wir haben Fernsehen, wir haben DECT, wir haben Wireless LAN, nebenbei auch eine enorm gefährliche Technologie, die sogar vom bayerischen Staat heute schon, da wird schon gewarnt davor. Also da muss wirklich viel passieren, bis die bayerische Staatsregierung vor einer Mobilfunktechnologie warnt. Ja, was macht denn diese ganze Sache mit unserem Organismus? Wir wollen ja heute zum Abschluss noch ein bisschen was für unsere Gesundheit tun. Und da ist als erstes zu sagen, dass diese ganzen Funktechnologien und diese ganzen verschiedenen Hochfrequenzen letztlich eine Familie bilden, die alle ganz ähnliche biologische Wirkungen haben. Wenn man sich zum Beispiel eine Großstadt wie München anschaut, dann hat man das Gefühl, als Mediziner, die Stadt hätte Masern. Oder früher vielleicht, in früheren Jahrhunderten, hätten die Ärzte gesagt, das sieht ja aus, als wenn die Stadt Pocken hätte. Und wir werden gleich sehen, dass es tatsächlich unter Einfluss dieser Hochfrequenzen, dieses dichten Funknetzes, zu einer Renaissance von allen möglichen Infektionskrankheiten kommt, aus scheinbar heiterem Himmel, weil die Körperabwehr durch eine Absenkung unseres Schlaf- und Abwehrhormons Melatonin so reduziert ist. Und Sie finden zum Beispiel in einer Großstadt wie München, aber mit Zürich ist es ganz ähnlich, finden Sie kaum einen Fleck in der Innenstadt, bei dem nicht wenigstens
in 200-300 Meter eine weitere Antenne besteht. Und da muss ich Ihnen leider heute noch Alarmierendes, vor allem aus Österreich, ganz aktuelle Studien aus Österreich mitteilen. Und zwar hat ein Privatdozent Rositzka festgestellt, dass in einem Vorort, in einem langgestreckten Vorort von Wien, nämlich in Engelhardstetten, da gibt es also kräftig Funkverkehr. Da gibt es 3 Mobilfunkantennen und das Nachbardorf, das hat Leumersdorf, die haben keine Antennen. So, und jetzt halten Sie sich fest, meine lieben Damen und Herren, aber Sie sitzen ja alle fest, die Sterblichkeit bzw. das Sterbealter ist in dem Bereich, der bestrahlt wurde, 10 Jahre jünger. Da sterben die Leute im Durchschnitt mit 70 Jahren und in dem nicht bestrahlten Leumersdorf, da stirbt sich's immer noch mit 80 Jahren. Wie kommt es denn, dass der Mensch derartig empfindlich auf diese Technologien reagiert? Wir haben ja Alarmierendes auch von unseren Mitbewohnern der Biosphäre, nämlich aus der Tierwelt, den Bienen, gehört. Und die Bienen, das wissen wir ja, sind ja eigentlich ganz nützliche Kameraden. Fast alle Funktionen der Bienen für das Leben der Natur und seinen Erhalt zusammen lässt sich also, die Bedeutung lässt sich also kaum abschätzen. Verschwinden die Bienen, so werden auch wir Menschen größten Mangel erleiden. Ich habe mit freundlicher Genehmigung dieses schöne Papier von Professor Richter und Dr. Warnke. Wir haben zusammen von der Kompetenzinitiative in Deutschland eine Broschüre über die Bienen gemacht. Und Sie haben ja alle schon gehört, dass zum Beispiel in Kalifornien, also ein Land, das vom Obstbau, von Pfirsichen, von Orangen, von Zitrusfrüchten, Äpfeln, Birnen und so weiter lebt, dass in diesem Obstland katastrophalerweise die Bienenvölker um 70% zurückgegangen sind. Stellen Sie sich das vor. Oder nehmen wir hier unsere Bodenseeregion, da soll der Rückgang nicht ganz so dramatisch sein, aber er ist doch sehr stark und die Universität Landau in Rheinland-Pfalz hat festgestellt, dass unsere Bienen durch dieses elektromagnetische Gewitter mit ihren ganz feinen Bioelektromagnetit-Antennen nicht mehr nach Hause finden und viele Bienen quasi nicht mehr ihren Heimatflughafen anfliegen können. Warum leiden also plötzlich Mensch und Tier derartig dramatisch unter den Hochfrequenzen? Jetzt haben wir ja Bilder von unserem blauen Planeten gesehen und eigentlich wäre das ein Bild, was uns nachdenklich machen sollte. Das ist doch ein wunderschönes Raumschiff, dieser blaue Planet, und wir haben doch eigentlich keinen anderen, wir haben doch nur diesen Planeten, den es zu bewahren gilt. Warum ist jetzt diese Technologie so problematisch? Wenn wir die natürliche Hintergrundbelastung von 0,3 Picowatt pro Quadratzentimeter, bitte nicht erschrecken, das ist eine Leistungsflussdichte, also quasi das Maß einer Strahlendosis, annehmen, Pico, das ist also Milliardstel Watt pro Quadratzentimeter, dann wäre das, wenn wir das in einem Längenverhältnis hätten, 1 Zentimeter. Wenn wir die Grenzwerte nehmen, zum Beispiel, die wir in Deutschland haben, mit 470 für das D-Netz und 950, 1000 Nanowatt, dann haben wir eine billionfache Vermehrung dieses Zentimeters, dieses minimalen Bereichs, auf den der Körper des Menschen und auch der Bienen schon reagiert. Und dann ist es im Vergleich der 250-fache Erdumfang.
Und jetzt kommen die Politiker und sagen, ja, unsere Grenzwerte sind sicher. Verstehen Sie, meine lieben Damen und Herren, wie wichtig auch dieser Kongress ist, diese Tagung ist, weil uns wirklich von Seiten der Politik absolut ein X für ein U vorgemacht wird. Und dann kommen wir gleich noch zu den Dingen, dass wir mal sehen, was ist da praktisch mit Krebs und mit diesen Erkrankungen. Wir haben ja schon gehört vom Herrn Altnickel, dass die Schumann-Resonanzen, also dieses Erdmagnetfeld, 7,8 Schwingungen pro Sekunde haben. Und das ist tatsächlich der Bereich, in dem auch unser Nervensystem an diese kosmische Hintergrundstrahlung ankoppelt und zu uns in den Schlaf bringt, aber auch in eine kreative Entspannung bringt. Interessanterweise sind gerade diese Frequenzen von 7,8, nämlich von 7 bis 13 Schwingungen pro Sekunde, von 7 bis 13 Hertz, der sogenannte Alpha-Bereich, der Bereich, in dem der Mensch gesund wird, in dem Heilung geschieht, in dem wir schlafen, und man sagt ja nicht umsonst, jetzt schlaf dich erstmal gesund, da sind wir in diesem Alpha-Zustand und die Mutter Erde hilft uns quasi mit dem elektromagnetischen Hintergrundschwingungen, die man Schumann-Resonanzen nennt, in diese Entspannung zu kommen. Also an dieses Hintergrundfeld, da sind alle Lebewesen quasi angebunden, und deswegen ist es so problematisch, wenn man an dieser Frequenzschraube dreht, da kann man tatsächlich die Menschen entweder glücklich oder sehr traurig, sehr depressiv, suizidal oder in manische Raserei versetzen. Vielleicht noch zwei Bilder, die Ihnen den Einfluss dieses elektromagnetischen Feldes zeigen. Keine Angst, das ist jetzt keine komplizierte Wissenschaft, sondern sehr greifbar. Und zwar haben wir ja schon gehört von diesen Sonnenstürmen oder von diesen Eruptionen, die durch den Magnetgürtel der Erde abgehalten werden. Und wenn Löcher im Himmel entstehen, dann besteht die berechtigte Sorge, dass radioaktive Partikel von der Sonne direkt auf die Erdoberfläche treffen und unsere Biosphäre ein gefährlicher Lebensort wird, aber wird immer noch der einzige sein. Jetzt weiß man, dass durch die Veränderungen dieser Sonneneruptionen, also auch der radioaktiven Prozesse auf der Sonnenoberfläche, sich das Magnetfeld verändert durch die Sonnenstürme, durch die Sonnenwinde, diese radioaktiven Sonnenwinde, verändert sich das elektromagnetische Feld, und durch dieses elektromagnetische Feld verändern sich die Menschen, verändert sich unser Schlaf und Abwehrhormon Melatonin, und schauen Sie mal, was da passiert. Hier haben wir vermehrte Sonneneruptionen, eine Veränderung des elektromagnetischen Feldes, und wir haben auf dem, die blaue Kurve zeigt, dass wir dadurch eine deutliche Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen inklusive Todesfolge zu verzeichnen haben. Und das kennt man zum Beispiel auch von verschiedenen anderen Erkrankungen, von plötzlichem Kindstod oder dass plötzlich in den Tagen, wo Sonnenstürme sind, vor allem viele Suizide geschehen oder die Leute mit größerer Begeisterung Verkehrsunfälle bauen. All diese Dinge haben mit der Änderung dieses elektromagnetischen Feldes zu tun. Und da komme ich wieder auf das alte Thema. 0,3 Milliardstel Watt pro Quadratzentimeter, und unsere Grenzwerte sind billionenfach höher, nämlich 470 und 950.000 Nanowatt. Das wären also mal 1000 mal diese Pico, ist also eine unglaubliche Erhöhung dessen, was der Mensch jemals aushalten könnte. Ich will das nicht weiterführen, aber es wird uns nicht erstaunen,
dass praktische Ärzte vor Ort, wie zum Beispiel ein Arzt aus Österreich, ein Dr. Jan Drisovic, der seit 1987 Sprengelarzt in Müllendorf ist, das ist, wenn Sie nach Ungarn fahren und durch das Burgenland fahren, da ist also diese Ortschaft, da hat er zum Beispiel festgestellt, dass die Karzinome sich, wenn wir 1994 nehmen, dann hätte sich dieser fast um den Faktor 24 und wenn wir 2001 nehmen, um den Faktor 6 vermehrt. Was ist passiert in dieser Ortschaft? In dieser Ortschaft, die nahe an der Autobahn liegt, kamen drei zusätzliche Mobilfunkantennen und schon kam es zu einer sprunghaften Vermehrung der Krebsneuerkrankungen und die Erkrankungsalter wurden jünger. Die Leute sind quasi früher am Krebs erkrankt. Natürlich ist heute nicht jede Krebserkrankung ein Todesurteil, aber es ist natürlich eine unglaubliche Krise in jedem Leben. Die Sprengelärzte von Naila in Oberfranken haben eine sehr sorgfältige Studie gemacht und haben in einem 10-jährigen Beobachtungszeitraum aus ihren Praxiscomputern, aus den Krankenhäusern, von den Krankenkassen mal die Statistiken genommen und haben gesehen, Donnerwetter, nach 5 Jahren Bestrahlung fängt der Krebs an, überhaupt erst zu wachsen. 5 Jahre lang Bestrahlung, da geht es den Leuten schlechter, schlafen sie schlechter, haben sie Kopfschmerzen, haben sie Schwindel. Es kommt auch zu einem enormen zu einer Zunahme von Ohrgeräuschen, Infektanfälligkeit und. Aber nach 5 Jahren fängt plötzlich an, der Krebs zu wachsen bzw. zuzunehmen. Und hier haben wir also nach einer 10-jährigen Beobachtungszeit haben wir plötzlich das Dreifache vom Landesdurchschnitt bzw. das Dreifache eines Bereichs, der außerhalb 400 Metern rund um diese Sendeantennen liegt. Also nehmen Sie eine Antenne, machen Sie einen Kreis von 400 Metern und wir finden dort eine Verdreifachung. Wir haben ähnliche Ergebnisse aus Israel, die Netanya-Studie, und wir haben eine ganz aktuelle und geradezu erschütternde, sehr sorgfältige Studie von dem beamteten Arzt Dr. Oberfeld aus Salzburg, der festgestellt hat, dass in einer Ortschaft in der Steiermark es um einen alten C-Funksender zwischen den Jahren 1984 und 1997, da ist nämlich dieser C-Funk, der dann auch als Autotelefon vor allem genommen wurde, abgestellt worden. Da kam es bei einer Gruppe, die besonders stark belastet war, 200 Meter im Umkreis, kam es zum Teil in bestimmten Sektionen, die besonders stark belastet waren, quasi im Hauptstrahllagen, kam es bis zu einer Ver-24-Fachung von weiblichem Brustkrebs und eine Über-100-Fachung von Gehirntumoren. Also im ganzen Bereich hat man eine Ver-8-Fachung aller Krebsarten gefunden, aber gerade Gehirntumoren und der weibliche Brusttumor, die waren besonders dramatisch verstärkt. Und da könnte ich Ihnen jetzt noch vieles andere zeigen. Vielleicht nur ein Bild, quasi Klassiker der Hochfrequenzforschung, der medizinischen, und zwar der sogenannte Sutra Tower. Und dann werden wir uns mal überlegen, warum das so ist. Und zwar am höchsten Punkt von San Francisco steht ein Rundfunk- und Fernsehturm. So, und jetzt haben der Professor Selvin und dann später Ärzte Hammett und Edison, die haben mal geschaut, hier ist der Turm, und die haben 123 Fälle von Leukämie und von jugendlichen Krebs mal untersucht. Wie ist denn die Belastung gerade dort gewesen, wo die Leute krank geworden sind, die Kinder und die Jugendlichen krank geworden sind? Und da haben sie eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar gerade dort,
wo die größte Belastung war. Schauen Sie mal. Hier ist also der Turm und das ist die Distanz vom Turm. Und die Dosis, also die Strahlenbelastung, die nimmt nicht gleichmäßig ab in einer Kurve. Man sagt, das ist eine exponentielle Kurve, die nach unten läuft. Ich zeige sie Ihnen mal hier. Im Ideal. Normalerweise sollte sie so abklingen. Also der beste Sender ist gar kein Sender und der zweitbeste Sender ist einer, der weit weg ist. Lassen Sie sich nicht fangen, indem Sie sagen, viele kleine Sender sind ungefährlicher als ein großer. Schlecht sind sie alle, aber auch der kleine ist in der Nähe sehr problematisch. Da haben wir also jetzt diese hüpfende Abklingrate der Bestrahlung. Exposure, das wäre also die Belastung. Und Sie sehen, meine lieben Damen und Herren, unter jedem Expositionsgipfel von diesem Gebirge oder drauf kuschelt sich quasi oder reitet quasi ein Krebsgipfel. Und wenn Sie so eine Kurve haben, dass die Exposition, also die Strahlenstärke und gleichzeitig das Vorkommen von Krebs sich so deckt, dann sagt man, das ist hochsignifikant. Und alleine aufgrund dieser Studie würde sich so eine abenteuerliche Technologie wie der Mobilfunk, nämlich Hochfrequenz, für den Zivilisten, für den Jugendlichen, auch für das Kind absolut verbieten. Warum ist denn die Strahlenbelastung für den Menschen, aber natürlich auch für die Tiere so gefährlich? Und jetzt möchte ich ein bisschen Prinzip Hoffnung spielen, auch wenn das erste erstmal deprimierend ist, aber Sie wissen ja, bevor wir Hoffnung aufbauen können, müssen wir uns erstmal das Leid anschauen und es ist ganz sinnvoll, wenn wir es uns auch wissenschaftlich anschauen. Und zwar machen wir mit unserer Arbeitsgruppe sehr stark auch auf Initiative meiner Frau Anna, mit der ich gemeinsam dieses Buch hier geschrieben, verbrochen habe. Es ist eine Wissenschaftsrecherche, aber so, dass es nur wirklich jeder versteht. Und wie ich gesehen habe, hat sich die jahrzehntelange Arbeit gelohnt, weil es diese Zusammenfassung von Medizinerseite bis jetzt nicht gibt. Es ist ebenfalls in dem Michaels Verlag wie dieses Harp-Buch, was uns Herr Altnickel vorgestellt hat. Da machen wir eine bundesweite Melatonin-Studie und Sie sind natürlich auch als Eidgenossen herzlich eingeladen. Was passiert, wenn Menschen Hochfrequenz belastet werden? Sie wissen ja, Bürgerinitiativen können häufig Mobilfunktürme nicht verhindern. Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es sogar auch über den Prozessweg. Ich hatte die Möglichkeit, als Gerichtsgutachter bei so einem Prozess mitzuwirken und wir haben tatsächlich erreicht, dass die Bayerische Staatsregierung und E-Plus einen Sender 17 Meter entfernt vom Hause des Klägers entfernen musste, weil der Richter in zweiter Instanz gesagt hat, meine Herrschaften, die Beweislage ist so eindeutig, Sie müssen ihn entfernen. Und der Kläger hat dann einen Vergleich eingestimmt. Und das, meine lieben Damen und Herren, weil die Mutter krebskrank war, ist sie leider daran verstorben. Aber ich will Ihnen Mut machen. Ich will Ihnen Mut machen. Das war dieser Mann, ein Elektromeister, ein Handwerker, der kam dann mal nach dem Vortrag und hat mich geschnappt und hat gesagt, du Dr. Scheiner, er ist also in Oberbayern, da ist man so ein bisschen derb. Aber ich denke, auch hier in der Schweiz ist man auch doch kameradschaftlich und kumpelhaft, hat gesagt, komm, musst für mich was machen, so geht es nicht weiter, ich schlafe überhaupt nicht mehr, Mutter ist krank, Vater ist krank, in der ersten Instanz haben wir verloren, aber ich denke gar nicht dran, ich will weiterkämpfen. Und wir haben dann mit einem pfiffigen
Rechtsanwalt aus Hannover. Mit dem Herrn Kranz-Simbola haben wir das tatsächlich geschafft. Gut, und bei diesem Kläger war zum Beispiel der Melatoninwert dramatisch niedrig. Ich möchte Ihnen jetzt die Melatoninwerte einer Familie aus Dresden zeigen, nämlich Belastung, Exposition. Dann sind die Leute in Urlaub gefahren und bei allen wurde es besser und dann kamen sie wieder zurück und dann war es wieder schlecht. Das ist zwar eine kleine Gruppe, aber es ist hochsignifikant, wie man sagt, weil die ganze Gruppe quasi gleichmäßig läuft. So, in Dresden ist eine Familie, die der ein oder andere sicher von Ihnen kennt, die Familie Kind, die heißen so, sie haben 4 Kinder, aber Vater und Mutter heißen eben auch Kind. So. Und diese Familie hatte ein wunderschönes denkmalgeschütztes Holzhaus oberhalb von Dresden und haben sich da ihres Familienglücks erfreut, bis plötzlich 17 Meter oder 20 Meter entfernt am Nachbarhaus eine Mobilfunkantenne aufgestellt wurde. Erst dachten sie, naja, der Nachbar, der macht sich da irgendwie so einen schicken Kamin, der zieht sich da so ein silberiges Ding auf, und dann haben sie aber gesehen, nein, das ist eine Mobilfunk, eine GSM-Antenne und eine UMTS-Antenne. Die ganze Familie hat solche Belastungen. Wissen Sie, und wenn Sie hören, die Grenzwerte werden tausendfach unterschritten, meine lieben Damen und Herren, dann sind das leider immer noch Keulengrenzwerte, die dramatisch hoch sind. Also wenn Sie 400 oder 800 Nanowatt pro Quadratzentimeter oder in Mikrowatt, Mikro ist Millionstel, dann wäre das 4000 bis 8000 Mikrowatt pro Quadratmeter, also Millionstel Watt pro Quadratmeter. Wenn Sie das hören, und das ist ein Tausendstel unterhalb der Grenzwerte des D&E-Netzes, dann ist das immer noch absolut unverträglich. Und dann haben Sie zum Beispiel diese enorme Krebsrate, die der Dr. Oberfeld 200 Meter rund um diese C-Funk-Antenne gefunden hat, mit dieser dramatischen Vermehrung von Krebs generell, aber vor allem auch weiblicher Brustkrebs und von Gehirntumoren. Ich habe so eine Steigerung noch nie gehört, aber der Herr Oberfeld ist ein exakter Wissenschaftler. Hundertfache Vermehrung in einer besonders betroffenen Gruppe. So, aufgrund dieser Strahlenbelastung, meine lieben Damen und Herren, geht das Schlaf- und Abwehrhormon Melatonin, was vor allem in unserem Gehirn, in der Zirbeldrüse festgestellt wird, das geht nach unten. Und wir wissen ja, Schlafstörungen sind ja mit eins der ersten Belastungen. Und hier haben wir zum Beispiel das Melatonin also im Serum. Wichtiger wäre das in der Nacht. Da macht man es aus dem nächtlichen Sammelurin. Aber hier haben wir also das Tagesmelatonin, was auch fällt, wenn der allgemeine Melatoninspiegel sehr niedrig ist. Was ist passiert? Die Familie ist also exponiert gekommen. Die wollten dann als frühere Ostler, als Dederonis oder Ossis, wie es bei uns heißt, wollten sie also in die Alpen fahren. Das hat für sie immer noch magische Bedeutung. Und da sind sie bei uns in München vorbeigefahren und wir haben bei ihnen eine Blutuntersuchung gemacht und haben diese Werte in Pikogramm pro Milliliter festgestellt. Vater, Mutter, dann die drei Söhne und unten das Nesthäkchen, das Kind. So, dann sind sie in Urlaub gefahren, waren gar nicht lang, schauen Sie mal, die waren hier gute 2 Wochen, kamen zurück und was ist passiert? Alle Melatoninwerte haben sich unter der Nichtbelastung, man sagt Deexposition, oder Karenz sagt man auch, also keine Belastung, sind sie angehoben. Schauen Sie mal, bei dem Vater von 2,4 auf 11,4, bei der Mutter von 1,9 auf 9,7, bei den Jungs von 2,6 auf 7,9, 2,0 auf 6,7, 1,2, 5,9. Beim Kleinkind konnten wir dann nicht mehr testen. Ein Kind mit 2 Jahren ist ganz schwierig zu stechen. So, dann sind sie wieder nach Hause gefahren, waren wieder exponiert und man muss sagen, die haben damals in ihrem Keller gewohnt. In der Zwischenzeit sind sie ausgezogen und mieten eine Wohnung, was viele ja gar nicht machen können. Die haben im Keller gewohnt. Und schauen Sie mal, nach 2 Tagen ist dieser sensible Melatoninwert dramatisch nach unten gegangen. Beim Vater wieder auf 2,5, bei der Mutter auf 1,1,
Und bei den Jungs war es zum Teil sogar schlechter wie vorher. Sie haben hier in der Schweiz, meine lieben Damen und Herren, ganz hervorragende Melatonin-Forscher. Da ging es um den Kurzwellensender Schwarzenburg. Das wird Ihnen ja bekannt sein, der 1997 aufgrund des öffentlichen Druckes der Bürger stillgelegt wurde. Und da hatte Professor Abelin und Altpeter von der Universität Bern, die haben da geforscht und haben da auch gefunden, dass der Melatoninspiegel sich bei Mensch und bei Tier deutlich senkt. Was ganz interessant ist, ich zeige Ihnen hier noch Vorstufen von roten Blutkörperchen. Und da sieht man, dass diese sogenannten Retikulozyten im Urlaub ebenfalls hier in dem blauen Feld angestiegen sind. Schauen Sie mal. Und diese roten Blutkörperchen, diese Vorstufen, sind ein Zeichen der Knochenmarksaktivität. Das bedeutet, die Hochfrequenzen unterdrücken auch unsere Knochenmarksaktivität und Tätigkeit. Und wenn Sie daran denken, dass das in den Plattenknochen passiert und die Kinder ja wenig Kalk haben, um sich zu schützen, dann können Sie sich vorstellen, warum Kinder schnell Leukämie kriegen können. Und kaum waren Sie wieder zu Hause, sind diese Vorstufen der roten Blutkörperchen wieder abgefallen. Aber jetzt noch ganz kurz einige Bilder, Folien von Bürgerinitiativen, damit Sie mal sehen, was alles passieren kann. Das werden Sie jetzt schlecht lesen können, aber ich darf es Ihnen ganz kurz erläutern. Wir haben hier aus Baden-Württemberg, aus Vogt, haben wir eine Bürgerinitiative. Diese Bürger, die haben also zweimal Blut und Nachturin auf Melatonin und das Serum, das Blut auf Melatonin und Serotonin, das Stimmungshormon, untersuchen lassen. Man muss sagen, Serotonin, das Stimmungshormon, ist die direkte chemische Vorstufe des Schlaf- und Abwehrhormons Melatonin. Und was ist passiert? Schauen Sie hier am 10.8., da stand noch kein Mast, beziehungsweise es stand schon einer, aber kein zusätzlicher Mast, gegen den sich ja die Bürger wehren wollten. Und da haben wir zum Beispiel 50 Pikogramm, 90 Pikogramm pro Milliliter und so weiter und so weiter. Und bei allen, bei 100%, hat sich das Melatonin, ebenfalls wie bei dieser Familie Kind, durch die zusätzliche Belastung einer neuen Mobilfunkantenne dramatisch gesenkt. Und das hat sich auch wiedergespiegelt im Nachturin, der die Melatoninspitze in der Nacht nachzeichnet. Vielleicht darf ich Ihnen hier noch ein Beispiel sagen, was für viele steht. Wir finden nicht nur eine enorme Absenkung, meine lieben Damen und Herren, dieses Krebsabwehrhormons und Schlafhormons Melatonin. Melatonin ist ein sogenannter Radikalenfänger. Und der fängt die aggressiven Radikale, das sind ungesättigte Moleküle, die unser Eiweiß, aber auch unser Erbgut knacken können. Mit der Folge von schneller Alterung, kaputtes Eiweiß bedeutet schnellere Alterung, Eiweißschutt quasi in den Zellen, aber auch Genbrüche, Erbgutbrüche, und das bedeutet vermehrt Krebs oder wenn befruchtete Eizelle dafür getroffen wird, Missbildungen bei dem neugeborenen Kind. Melatonin ist also eine Art Zauberhormon für den Organismus und die Vorstufe ist das Stimmungshormon Serotonin. Beides wird zum großen Teil in unserer Zirbeldrüse im Gehirn produziert. Und jetzt ist das Erschütternde, meine lieben Damen und Herren, dass nicht nur die allgemeine Abwehrbereitschaft gegen Infektionskrankheiten und gegen Krebserkrankungen so enorm abnimmt. Und deswegen haben wir ja solche alarmierenden Zahlen aus Österreich, aus Amerika, aus Oberfranken und aus Israel, aus vielen, vielen Ländern, wo eben diese Krebsanhäufung rund um Antennen untersucht wird, sondern wir haben auch eine Vermehrung des depressiven
des psychischen Risikos. Die Menschen werden traurig, sie werden antriebslos, sie werden grundlos melancholisch, sie werden inaktiv. Durch wenig Serotonin nimmt einfach die psychische Kraft ab. Und die Depressionen steigen, Suizid steigt, Ehekrach steigt, Zwistigkeiten steigen, Kinder randalieren am Schulhof und werden hyperaktiv und so weiter und so weiter und so weiter. Und da haben wir, meine lieben Damen und Herren, um also eine lange Geschichte kurz zu machen, hier zum Beispiel in einer Ortschaft in Niedersachsen festgestellt, dass der Melatoninspiegel bei mehr als der Hälfte der Teilnehmer abgesunken ist und bei anderen Kollektiven noch mehr, aber dass fast immer ein Großteil der Bevölkerung, der Teilnehmer, mit einem Abfall des Stimmungshormons Serotonin reagiert hat. Und wir wollen absolut keine traurige Zukunft, meine lieben Damen und Herren. Dagegen wollen wir uns wehren. Wir können ja natürlich auch medizinisch etwas machen, aber da müssen wir aktiv werden. Ganz kurz, ich könnte Ihnen noch viele Dinge zeigen, aber ich möchte noch einige Zeit, Takte, ein bisschen meinem Freund Uli Weiner überlassen, dem ich glaube sowieso schon etwas Zeit jetzt weggenommen habe, in Anbetracht er unter Aufopferung seines Karawans, seines Wohnwagens zu Ihnen gekommen ist. Ja, ich möchte Ihnen, bevor ich dann das Mikrofon an den Herrn Weiner weitergeben darf, der erstmal mit einem kleinen Filmvorspann anfängt, Ihnen eine positive Botschaft bringen. Und wir haben ja in den letzten 8 Jahren sehr viel Negatives von der Bush-Administration gehört. Auch das HAAP-Projekt wurde unter George W. Bush intensiv gefördert, nachdem es also Bill Clinton aufgehalten hat. Zumindest ist das mein Kenntnisstand. Vielleicht stimmt es nicht ganz, aber es wurde zumindest nicht so dramatisch gefördert wie unter Bush. Jetzt kommt tatsächlich eine positive Nachricht aus Amerika, und zwar ein ganz bekannter Arzt und Anwalt, nämlich Dr. George Carlo. Der hat zwischen den Jahren 1993 und 1998 für die Mobilfunkindustrie geforscht. Und zwar haben sie ihm gesagt, hör zu Junge, hier sind 28 Millionen Dollar und jetzt forsche mal, ob es tatsächlich Mobilfunkschäden gibt. Und sie haben natürlich gehofft, wenn einer also das bis jetzt teuerste Mobilfunkforschungsprogramm bekommt mit 28 Millionen Dollar, na also der wird uns schon nicht in die Quere kommen, der wird sicher finden, na also da war wirklich nichts, ja, da war wirklich nichts. Also da hätten sie dem gerne auch 100 Millionen gegeben. Jetzt sind sie leider bei dem Dr. George Carlo an den Falschen geraten. Er hat nämlich vermehrt Gehirntumore gefunden, er hat vermehrt Ohrentumore gefunden, die sogenannten Akustikustumore. Er hat gefunden, dass Krebs dadurch ausgelöst wird und die Menschen krank gemacht werden. Und er hat die Frechheit besessen, das öffentlich kundzutun. Er hat nicht nur seinen Auftraggeber, nämlich Motorola, und eine Truppe, die nennt sich CTIA, das sind also 250 Mobilfunk-Teilnehmer von Antennenbauern, alle Netzbetreiber, die sitzen also in Washington D.C., in der Bundeshauptstadt, und bilden also ein einmaliges Kartell quasi, insofern nachvollziehbar, weil der Mobilfunk ja auch weltweit funktionieren soll. Wir wollen ja auch in Australien zum Beispiel telefonieren können. So, was ist passiert? Er hat ihnen gesagt, Leute, es hat keinen Sinn, das zu verstecken. Wir müssen wirklich die Katze aus dem Sack lassen. Wir müssen die Grenzwerte dramatisch ändern oder eine neue Technologie machen. So ist es zu gefährlich. Man hat ihn darauf sofort entlassen, hat ihn fallen lassen. Er bekam anonyme Drohanrufe. Du Bastard, vergiss nicht, wer dich bezahlt hat. Sein Haus wurde bis auf die Grundfesten abgebrannt. Keiner weiß von wem. Er wurde privat diffamiert. Sein privates Leben ging in die Brüche. Der Mann musste wirklich durchs Tal des Leidens und der Tränen. Er hat sich trotzdem entschlossen, vor dieser geballten Kraft, die offenbar auch vor nicht gesetzlichen Aktivitäten nicht zurückzuschrecken scheint, nicht zu weichen.
Er hat den Kampf weiter aufgenommen und er hat in Amerika eine Safe Wireless Initiative gegründet. Das ist eine große Bürgerinitiative, die sich das Ziel gesetzt hat, nicht nur einen sicheren Mobilfunk zu kreieren, falls er denn möglich wäre, sondern auch Mobilfunkopfer zu entschädigen. Nun muss man sagen, dass Dr. Carlo ein wissenschaftlicher Arzt ist, der einen Lehrauftrag auch an der Universität in Washington hat, über Arbeitsmedizin und Pathologie. Ein hoch angesehener Mann ist, Kongressbeauftragte, Parlamentarier berät, von verschiedenen Regierungen eingeladen wird. Und er hat ein einmaliges Projekt vorgeschlagen. Und wir in Deutschland sind dabei, das für den deutschsprachigen Raum vorzubereiten. Und wir haben da bereits gestartet. Die Sache sieht so aus, dass wir erstmal eine internationale Mobilfunkgeschädigten-Sammelbewegung anstreben. Erstmal muss man wissen, was diese ganzen Antennen und Decktelefone und Wireless LAN und was es da so alles gibt und was die alles veranstalten. Was gibt es für Kranke? Das sind ja ganz verschiedene Erkrankungskategorien. Manche Menschen sind elektroallergisch und junge Leute können nicht mehr an die Universität, weil die Universitäten mit dieser schnurlosen Telefon, mit diesem kabellosen Internetanschluss arbeiten, der unerhörte Hotspots macht und die Leute können da nicht studieren. Oder Menschen verlieren ihren Job, weil heute alles über Mobilfunk, über Technik und so weiter läuft. Haben wir in unserer Praxis viele erschütternde Beispiele. Nur geht es also darum, erstmal diese Schäden bundesweit, europaweit, weltweit zu sichten. Und wenn dann genügend Menschen zusammen sind, dann kann man zur Industrie gehen und sagen, hört zu Leute, diese Menschen werden wissenschaftlich nachgewiesenermaßen durch eure Technologie krank gemacht. Vielleicht ist das im Einzelfall ein bisschen schwierig nachzuweisen, dass dieser Gehirntumor gerade durch seinen langjährigen Handygebrauch ausgelöst wurde. Aber wenn wir uns die Statistik und die Wissenschaft anschauen, ist das an und für sich eine ganz klare Sache, dass unter den, sagen wir mal, 7.000 oder 10.000 internationalen Teilnehmern mit so und so viel 1.000 Gehirntumoren oder Hunderten von Gehirntumoren der Großteil dadurch bedingt ist. Und wir schlagen euch einen Deal vor. Ihr macht zum Beispiel 2 Dollar pro Jahr von jedem Mobilfunknutzer weltweit. Das sind heute schon 3,5 Milliarden Handynutzer. Das wäre 7 Milliarden Euro pro Jahr. Mit diesem Geld, meine lieben Damen und Herren, könnten wir, und das ist in Planung und in Vorbereitung und in Aufbau, ein weltweites Sanierungsprogramm für Mobilfunkgeschädigte, aber auch ein Aufklärungsprogramm für die Parlamentarier, für die Bürger, für die Entscheidungsträger durchführen. Da entstände natürlich Druck. Und wenn jedes Jahr dieser Betrag fließt, da könnte doch einiges Gute bewerkstelligt werden. Warum ist das überhaupt möglich? Der Hintergrund ist, dass in Amerika letztlich jeder Bürger der Welt klagen kann, wenn seine Firma auch in Amerika eine Niederlassung hat. Das wird nicht angestrebt, aber das ist natürlich der Hintergrund. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, Asbest und viele Biox, viele dramatische ökologische Gefahren sind durch derartige Gerichtsprozesse in Amerika zu Fall gebracht worden. Und bei Biox hat die Firma Bayer sogar einen Vergleich vorher angeboten. Wenn Sie in dieser Richtung Interesse haben, sind Sie herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Wir haben einige Kontaktblätter mitgenommen. Unsere Adresse ist unschwer zu erfahren. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, da sind auch negative Kräfte, die gar nicht so gerne haben, dass wir Ihnen heute das in dieser großen Runde vorstellen. Ich freue mich sehr und bin Ihnen nochmals sehr dankbar, dass wir heute bei Ihnen in der Schweiz weilen dürfen.
dass Sie so viel Sitzfleisch haben, dass Sie da geblieben sind. Und ich bedanke mich jetzt sehr für Ihre Aufmerksamkeit und lassen Sie uns das Prinzip Hoffnung hochhalten. Vielen Dank. Nächstes Thema. Machen Handystrahlen nun krank oder nicht? Die Schlagzeilen mal so. Strahlenangst, machen Handys wirklich krank oder kein Krebs durch Handys? Was stimmt denn nun, habe ich Kollegen gefragt, die sich seit Jahren mit dem Thema befassen. Als Antwort bekam ich unter anderem das hier. Mehr als 600 Seiten. Mitverfasst von der Europäischen Umweltagentur. Und die kommt zum Schluss, dass langfristig erhebliche Gefahren von Handys und anderen Strahlenquellen ausgehen. Sebastian Bösel und Beate Klein mit den Details. Vor 4 Jahren bekam Dieter Winkler die Diagnose: Krebs im linken Ohr. An den Folgen der Operationen leidet er noch heute. Da höre ich schlecht. Jedes Mal muss meine Frau auf der rechten Seite laufen, dass ich ein bisschen was verstehe. Dieter Winkler hat seit Anfang der 90er Jahre beruflich viel mit einem Handy telefoniert. Sein Verdacht? Ich nehme an, dass das Handy Schaden anrichtet. Ich habe eine andere Einstellung zu dem Handy. Und ich nehme deswegen das nicht so oft wie damals. Könnte sein Tumor etwas mit dem Handy zu tun haben? Vor 4 Jahren trafen wir Dieter Winkler zum ersten Mal. Er ließ sich als einer von weltweit 6.000 Krebspatienten für die größte Handystudie befragen. Wie oft und lange hat er telefoniert? Forscher Joachim Schütz erklärte damals, worum es in der Studie der Weltgesundheitsorganisation geht. Wenn die Strahlung ja nur in den ersten 4 bis 5 Zentimetern ankommt, dann erwarten wir natürlich auch eine Verteilung von Tumoren unter den Handynutzern, die anders aussieht als bei den Personen, die kein Handy benutzen. Und genau das ist nun ein Ergebnis im Zwischenbericht der sogenannten Interphone-Studie. Darin heißt es, wer das Handy mehr als 10 Jahre hauptsächlich auf einer Seite vom Kopf benutzt hat, hat dort ein signifikant erhöhtes Risiko, einen Tumor am Hörnerv oder einen Hirntumor, ein Gliom, zu bekommen. Problem dieser Befragungsstudien: Krebs braucht lange, um zu entstehen. Und es gibt relativ wenige Nutzer wie Dieter Winkler, die schon lange Jahre mit dem Handy telefonieren. Deshalb tut sich die Leiterin der deutschen Interphone-Studie mit einer Bewertung schwer. Die Aussagen für die Personen, die länger als 10 Jahre telefonieren, beruhen bisher auf kleinen Zahlen. In einigen Ländern sind die Daten so, dass man ein erhöhtes Risiko sieht, in anderen sieht man keine Erhöhung. Ich denke, wir sollten abwarten, ob es tatsächlich sich bestätigt, wenn man die Gesamtdaten auswertet, dass es dort eine Erhöhung gibt. Abwarten, obwohl es Hinweise auf Langzeitschäden gibt. Handynutzer werden von Forschung und Politik immer wieder auf diese Weise vertröstet. Warten statt warnen. Zum ersten Mal bezieht jetzt aber eine offizielle Fachbehörde eindeutig Position. Mobilfunk ist gefährlich. Das steht in diesem Bericht. Das Besondere: Mitverfasser ist nicht irgendwer, sondern die Europäische Umweltagentur, die Fachinstanz für Umweltfragen der EU. Die Direktorin hält weiteres Abwarten für fatal angesichts der derzeitigen Forschungsergebnisse. Handys mögen schwach strahlen, aber es gibt genügend Beweise für Wirkungen auch bei schwacher Strahlung, sodass wir jetzt handeln müssen. Auf über 600 Seiten fassen Wissenschaftler 2000 Studien zu elektromagnetischen Feldern zusammen. Sie kommen zu eindeutigen Ergebnissen, beziffern sogar das Hirntumorrisiko von langjährigen Nutzern. Nach mehr als 10 Jahren Handynutzung erhöht sich das Hirntumorrisiko um 20 bis 200%. Das andere wichtige Ergebnis des Berichts: Die Mobilfunkwellen lösen auch gefährliche Reaktionen in den menschlichen Zellen aus. Sie stören Zellprozesse. Und wenn das über einen langen Zeitraum passiert, können diese Störungen natürlich zu Langzeiteffekten wie Krebs führen. Und das sind die Effekte, die uns am meisten beunruhigen. Zwar gibt es Grenzwerte für Mobilfunk, die uns schützen sollen, doch die Effekte in den Zellen treten auch unterhalb dieser Grenzwerte auf. Die Schlussfolgerung der Behörde: Die Grenzwerte sind unzureichend.
Die EU-Umweltagentur fordert deshalb, die Grenzwerte zu senken, gerade weil mittlerweile schon viele als Kind Handys bekommen. Also ich habe meins mit 11 bekommen. Ja, ich auch mit 12 oder 11. Ohne Handy kann man heutzutage schwer leben. Telefonieren richtig viel, also 4 bis 5 Stunden kommt drauf am Tag. Und seit wann, welchem Alter hast du ein Handy? Ich habe schon mit 8 ein Handy bekommen. Ja, da passiert schon nichts. Müssen also vor allem junge Handynutzer besser geschützt werden? Was sagt das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz zu den Warnungen der EU-Umweltagentur? Doch dazu kein Interview. Schriftlich heißt es: Es bestehe innerhalb der Grenzwerte keine gesundheitliche Gefährdung. Es gebe aber Hinweise auf biologische Wirkungen und deshalb müssen die Grenzwerte durch geeignete Vorsorgemaßnahmen ergänzt werden. Wie passt das zusammen? Angeblich keine Gesundheitsgefahr, aber ein ganzer Katalog von Vorsichtsmaßnahmen. Handygespräche sollten kurz gehalten und lieber Kopfhörer, sogenannte Headsets, benutzt werden. Konsequente Vorsorgepolitik sieht anders aus. Als Dieter Winkler anfing, mit einem Handy zu telefonieren, hat sich noch niemand für die möglichen Folgen interessiert. Umso mehr müssten jetzt die Hinweise ernst genommen werden, sagt die EU-Umweltagentur. Wir meinen, warum die Bevölkerung einer Gefahr aussetzen, wenn man jetzt etwas tun kann. So, ohne Mikrofon hört man mich hinten nicht, denke ich, also ist so besser. Also mein Name ist Uli Weiner und ich darf Ihnen heute ein bisschen was aus meiner Geschichte erzählen. Ich selber bin vom Beruf Mobilfunktechniker. Ich habe angefangen mit dieser Thematik, da war ich 10 Jahre alt und der Hintergrund war nichts anderes, wie es vielleicht die Kinder in dem Alter haben und auch die Teenie-Kinder haben. Die wissen genau, die Jugendlichen kommen von der Schule heim und ich muss weiter rüber, okay, kriegen wir hin. Und rufen die Freunde an, die sie eh schon den ganzen Tag gehört haben oder in der Schule getroffen hatten. Und so habe ich das auch gemacht und es gab ziemlich schnell Stress zu Hause. Es gab immer hohe Telefonrechnungen und da war die kürzeste und einfachste Lösung, wir kaufen uns Funkgeräte und wir machen das ohne Telekom und ohne Kabel. Das war so mein Einstieg in die Funktechnik. Ich will es ein bisschen abkürzen, mir geht es heute sehr stark und das hat man jetzt schon. In dem Fernsehbeitrag kam das sehr deutlich raus und ich sehe viele junge Familien hier, ich sehe viele junge Leute hier, viele Kinder. Ich will das noch ein paar Minuten nutzen und auf das Thema speziell eingehen. Das ist mir nämlich selber ganz wichtig. Also meine Geschichte mit Funk beginnt mit 10 Jahren. Ich war eben begeisterter Funker. Leider gingen diese kleinen Funkgeräte damals nur 500 Meter. Und so habe ich 2 Jahre später mir ein Gerät gekauft, das schon 30 Kilometer konnte. Und mit 14 habe ich dann die Prüfung gemacht zum Amateurfunkdienst. Damit mit bestandener Prüfung durfte man dann über die ganze Welt funken. Mit 15 habe ich neben der Schule Autotelefone eingebaut. Mit 16 bin ich dann in die Lehre gegangen zum Funktechniker. Mit 17,5, 18 habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Mit 18 dann eine eigene Firma gegründet. Mit 20 schon ungefähr 20 Mitarbeiter gehabt. Und immer sehr intensiv mit dieser Technik gearbeitet. Sehr, sehr viel telefoniert, also Sie brauchen nicht meinen, dass mein Auto, da war nicht nur ein Telefon drin, also ich hatte zum Beispiel damals so die Auffassung, ein Auto ohne Fax, das geht gar nicht, ja, weil man könnte an der Ampel versehentlich einen Fax kriegen und es wäre ja schade, wenn man nicht gleich zurückschreiben kann, ja. Also solche kuriosen Einstellungen hatte ich, also das Auto hatte zwischen 7 und 15 Antennen, da war alles drin, was mit Funk zu tun hatte und ich habe es sehr intensiv genutzt. Und wenn dann irgendjemand zu mir kam, ich habe ein paar befreundete Ärzte gehabt, die haben immer gesagt, Mensch Uli, pass mit dieser Technik auf, es gibt da nichts, ob das vielleicht doch was machen könnte, es gibt da ja nichts. Pass lieber auf. Und ich habe das natürlich als junger Kerl da rein, da raus, habe mir nichts drüber gedacht. Und es ging viele, viele Jahre gut und eines Tages begann es damit, ich bin ins Büro gefahren, habe ganz normal telefoniert oder habe einen Anruf bekommen und kam dann an meinem Arbeitsplatz an und hat auf Bayerisch so ein Brett vorm Kopf. Also ich hatte so einen Kopf auf. Und als Funktechniker denkt man natürlich nicht an Handy, man denkt zuerst, ah ja, hast halt schlecht geschlafen oder kriegst vielleicht eine Erkältung, also all diese Dinge. Und das hat einige Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate gedauert, das weiß ich heute nicht mehr so genau, bis mir aufgefallen ist, Moment, es gibt einen direkten Zusammenhang, ob ich jetzt in der Früh zum Büro telefoniere oder nicht. Also wenn ich nicht telefoniert hatte, war ich ganz klar, hochkonzentriert, habe mehr geschafft, als ich mir an dem Tag vorgenommen hatte. Dann habe ich telefoniert, ging es mir entsprechend träge, der Kopf total voll, habe keinen klaren Gedanken gekriegt, es war sehr mühsam zu arbeiten.
Und in diesem Zusammenhang ist mir wieder eingefallen, wir hatten in der Berufsschule, ich habe eben wie gesagt den Funktechniker gelernt, einen Ingenieur gehabt für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik. Und der hat immer zu uns gesagt, zu uns jungen Leuten, er hat gesagt, passt mit dieser digitalen Funktechnik auf, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das ungefährlich ist. Das war immer sein Spruch. Aber wie gesagt, junge Leute, da rein, da wieder raus. Und in dem Zusammenhang ist mir wieder eingefallen. Und dann habe ich angefangen, Selbstversuche zu machen. Ich habe schon mal gesagt, okay, heute wird mal nicht telefoniert. Wie fühlst du dich dann? Alles klar, hat funktioniert. Dann habe ich wieder absichtlich viel telefoniert. Habe gesagt, wie fühle ich mich dann? Wie kann ich arbeiten? Wie ist meine Arbeitsleistung? Wie ist meine Konzentrationsleistung? Und die war dann entsprechend schlecht. Das waren so die ersten Symptome. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, Handy kommt mir raus. Ich habe die ganze Firma umstrukturiert. Wir hatten einen großen Außendienst. Aber das war alles gar kein Problem. Wir haben dann, damals kam noch eine neue Technik, die ihr heute auch größtenteils alle kennt, denke ich mal, das Internet, und wir konnten da sehr viel umstrukturieren. Aber das, also es geht auch ohne Handy, das habe ich dann auch mehrfach bewiesen über viele Jahre. Okay, für mich war das Thema Handy damals dann erst einmal zu Ende, aber es ging weiter. Das kam damals dieser Handyboom, es kam, weiß nicht, ob ihr das noch wisst, in Deutschland war das zum Beispiel, 1 Million neue Kunden pro Monat. Also es gab keinen, oder gab es heute keine wirtschaftliche Entwicklung oder keine Neuheit, die so rasanten Absatz gefunden hat wie das Handy. Und damals kam eben, wie gesagt, 1 Million neue Kunden pro Monat dazu. Also das sind Zahlen, wie gesagt, die man sich kaum vorstellen kann. Und entsprechend begann es natürlich dann damit, dass die Handys überall da waren. Und wenn ich natürlich, gerade im Geschäftsleben, wenn ich dann zu einem Vortrag gegangen bin oder zu einer Fortbildung, es waren immer Leute mit Handys. Und das war am Anfang erst auch mal kein Thema, aber es begann dann damit, dass ich gemerkt habe, wenn andere Leute in meiner Nähe telefonieren, habe ich die gleichen Probleme. Also Nähe heißt, damals waren das vielleicht 15 Meter. Also wir kommen da jetzt in den Bereich des Passivtelefonierens. Also ihr kennt das vom Rauchen. Passiv rauchen, passiv telefonieren ist das Gleiche. Ich komme auch noch, das ist mir auch ganz speziell, dieses Passivtelefonieren, das geht es ganz speziell dann auch um die Kinder. Da haben wir nämlich dann gleich den Angriff auf die Familien, der damit läuft mit dieser Technik. Okay, aber zuerst hatte ich Probleme, wenn andere in meiner Nähe telefoniert haben. Und ich habe halt dann, am Anfang war es so, wenn halt die Leute in die eine Richtung sind zum Telefonieren, dann bin ich halt in die andere. Das ging jahrelang oder 1-2 Jahre wieder gut. Und dann begann es damit, wir waren auf einer großen Tagung in München, Hotel, alles außer 2000 Leute, alles voll. Und auf einmal bekomme ich massive Sehstörungen, ich bekomme Herzrhythmusstörungen und brich zusammen. Dann, das war dann immer so lustig. Und dann habe ich natürlich zu den Kollegen erstmal gesagt, fahrt mich mal in den nächsten Wald, mal schauen, ob es da besser wird. Also das wusste ich schon, im Wald geht es vielleicht besser. Konnte nach 3 Tagen im Wald wieder Auto fahren, bin dann erstmal zum Arzt und der hat natürlich gesagt, Mensch, klingt nach Gehirntumor. Also Verdacht auf Gehirntumor. Ich war da ja, knapp so 23, 24, Verdacht auf Gehirntumor, nicht so spannend in dem Alter. So, also erstmal sämtliche Untersuchungen, ich habe ganz, ganz viele ärztliche Untersuchungen hinter mir und das Ergebnis war dann, es können keine körperlichen Ursachen gefunden werden. Also sie haben alles durchgecheckt, es war nichts zu finden. Und ich war natürlich erst einmal, ist es vielleicht psychisch, kommt dann der Gedanke, ist es eine dämonische Belastung, könnte sein. Also es kamen so ganz, ganz viele Geschichten und das war es alles nicht. Ja? Und ich habe halt dann gelernt, damit zu leben, ich habe halt mich dem etwas entzogen und es war erst mal gut. Bis ich 2001 von der Flugreise zurückkam und dann wieder zusammengebrochen bin, diesmal am Frankfurter Flughafen mit entsprechenden Zuschauern, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich kam also ins Krankenhaus. Die haben wieder alles durchgecheckt und nichts gefunden. Aber das Entscheidende war dann, nach 3 Tagen kam der Chefarzt zu mir, sagte Herr Weiner, wir sehen, wie schlecht es Ihnen geht, aber wir finden keine körperliche Ursache. Haben Sie eine Idee? Habe ich mir gedacht, ja nett, der Chefarzt kommt zu mir, fragt mich, naja, weil ich ja jetzt der Spezialist bin, gut, ich bin Funktechniker, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich es ihm halt erklärt, so meine Beobachtungen mit dem Funk. Und dann hat er gesagt, naja, also so richtig gehört habe ich das noch nicht, aber er will mal einen Spezialisten fragen. Und das eine habe ich mitgebracht, er kam nach 3 Tagen wieder und brachte mir eine Studie mit, Sie sehen es, Deutsche Medizinische Wochenschrift, und jetzt schauen Sie mal aufs Datum, 5. August 1932. Als eingefleischter Funktechniker habe ich natürlich gleich gedacht, 1932 gab es noch keine Handys. Das war auch richtig, aber man sieht es jetzt hier schon, es gab ganz starke Sender im Kurzwellenbereich, also wie der vorhin erwähnte Sender in Schwarzenburg zum Beispiel. So, und die haben also da Forschungen gemacht in den 30er Jahren zum Funk. Wir haben dann schon gehört, wie weit die Deutschen dann auch waren Ende der 40er Jahre in Bezug auf HARP. Also es wurde in den Jahren sehr, sehr viel geforscht und natürlich
wie es oft so ist in unserer Welt, leider zur Zerstörung und zum Militär. Aber das Ergebnis will ich kurz vorlesen. Der Gesamtorganismus wird schon im Strahlungsfeld von starken Kurzwellensendern durch die freie Hertzsche Welle deutlich beeinflusst. Also freie Hertzsche Welle, ein bisschen altdeutscher Begriff oder altdeutsches Wort für Funk. Also für eine Funkwelle, die frei ist. Also eine gebundene Welle gibt es auch. Also hier zum Beispiel das Mikrofonkabel oder halt jetzt Telefonleitung wäre ein Beispiel oder auch der normale Hausstrom. Das ist eine gebundene Welle. Okay, das empfinden alle Personen, die längere Zeit hindurch an solchen Sendern ohne genügende Schutzmittel haben arbeiten müssen. Es treten Erscheinungen auf, wie wir sie bei Neurasthenikern zu sehen gewohnt sind, starke Mattigkeit am Tag, dafür in der Nacht unruhiger Schlaf, zunächst ein eigenartig ziehendes Gefühl in Stirn und Kopfhaut, dann Kopfschmerzen, die sich immer mehr steigern, bis zur Unerträglichkeit. Dazu Neigung zu depressiver Stimmung und Aufgeregtheit. Auch hierauf hat nach unseren Erfahrungen die Wellenlänge einen deutlichen Einfluss und am unangenehmsten sind anscheinend Wellen von 4 bis 5 Metern. Okay, also es war 1932. Vielleicht noch ein technischer Aspekt. 4 bis 5 Meter, das ist ein Frequenzbereich ungefähr bei 80 Megahertz. Das war damals die höchste Frequenz, ja, was die erzeugen konnten. Also 80 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Unsere Handys heute, zum Beispiel das Natel D, oder ich sage nur Natel mittlerweile, also das D-Netz in Deutschland, das Natel D in der Schweiz, arbeitet mit 900 MHz. Und die haben damals herausgefunden, umso höher die Frequenz ist, also umso kleiner die Wellenlänge, umso aggressiver auf den menschlichen Organismus. Ja, das war vor 75 Jahren. Gut, Sie können sich natürlich vorstellen, wenn man an so einem Krankenbett liegt und Vollblutfunker ist und alles über Funk bis jetzt gemacht hat und so Sprüche gepflegt hat, wie zum Beispiel, wie so Kabel legen, Funken ist doch viel einfacher, und Sie kriegen so eine Meldung. Ja. Das heißt, man muss erstmal überlegen, was ist jetzt Gottes Sinn dahinter, und das habe ich gemacht und habe angefangen, also mich erstmal zu informieren. Gibt es noch andere Leute, die Probleme haben? Ja. Und die ersten Leute, die ich gefunden habe, waren Leute aus der ganzen Branche, also Funktechniker, teilweise jünger als ich, Ingenieure und so weiter. Und über die Jahre hat sich dann eins rausgestrahlisiert, es kamen immer mehr Leute dazu aus einem normalen Arbeitsumfeld oder aus einem normalen Lebensumfeld, also nicht nur Funktechniker, die mit dieser Technik zu tun hatten, sondern auch Leute aus einem normalen, ganz normalen Alltags- oder Lebensumfeld. Und sehr schnell kam natürlich dann der Zusammenhang auch zustande, dass diese Leute den Schnurlostelefon hatten oder längere Zeit eins hatten oder halt entsprechend neben einem Sender gelebt haben. Das war so das Erste. Und ich musste natürlich mein Leben umstellen. Also die Zusammenbrüche, die haben sich leider immer wieder gehäuft. Das war alles nicht bei einmal geblieben. Und ich habe natürlich überlegt, was machst du? Das Erste ist, ich bin natürlich nach Hause, nach dem Krankenhausaufenthalt, aber zu Hause konnte ich mich nicht richtig erholen. Ich war nach 3, 4, 5 Tagen immer noch so richtig matschig und kam dann eigentlich auf die Idee, ich fahre in ein Gebiet, wo wenig Empfang ist, und schau mal, ob ich da fitter werde. Und das Interessante war, zu Hause bin ich nicht in die Gänge gekommen, auch nicht im Krankenhaus, aber dann kam ich in ein Gebiet, wo kein Handyempfang war damals, und da war ich nach 2 Tagen wieder so fit, dass ich wieder arbeiten konnte. Also das war das Erste. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, woher wusste, dass das die Funktechnik oder dass da Empfang war oder nicht. Ganz einfach, ich war Mobilfunktechniker und hatte die Messgeräte. Also ich hatte damals schon Messgeräte und habe meine körperlichen Empfindungen mit diesen Messgeräten verglichen. Und die waren leider 1:1. Das war so das. Und ich habe natürlich überlegt, wie geht's weiter? Die Wohnung zu Hause kannst du nicht mehr dauerhaft oder ohne gesundheitlichen Schaden bewohnen. Die erste Idee war, sollte eine Übergangslösung werden, einen Wohnwagen zu kaufen und den immer dahin zu stellen, wo kein Handyempfang oder wo wenig Strahlung ist. Das war so die erste Idee. Die war auch anfangs ganz gut. Ich habe auch noch gearbeitet, musste ja natürlich schon die Stunden reduzieren, aber ich konnte noch relativ gut arbeiten, konnte die Umsätze sogar noch erhöhen und habe aber schon im Wald gelebt. Und wie das Leben so im Wald ist, ich habe ja schon gesagt, es sollte eine Übergangslösung sein. Wir haben heute schon vom Dr. Scheiner gehört, wir hatten den Hänger vorhin dabei noch. Der steht jetzt in dem Funkloch, Gott sei Dank, ein bisschen weit weg von hier, aber er hat es relativ überlebt. Die Übergangslösung ist leider momentan noch eine Dauerlösung. Ich habe versucht, an mehreren Orten sesshaft zu werden, beziehungsweise auch also in bebauten Funklöchern Wohnraum zu finden mit vielen anderen Betroffenen, aber die Mobilfunkbetreiber waren dann meistens auch gleich da und haben Sendeanlagen errichtet. Also
ist ganz, ganz schwierig. Ich will dir aber mal vielleicht einen kleinen Film einspielen, und zwar machen wir den von Rai. Das ist Südtiroler Fernsehen. Habt ihr vielleicht, da können wir kurz, möchte ich Ihnen mal kurz zeigen, wie schaut denn so ein Leben draußen aus, und was in dem Film auch mit vorkommt, was man hier leider nicht hören kann, weil hier die Strahlenbelastung so hoch ist, ich zeig's da hat, ist auch diese schnurlose Telefone. Okay, ich wäre soweit, könnt ihr? Das ist Ulrich Weiner in seinem Ganzkörperanzug. Diesen trägt er, wenn er für Vorträge 2 bis 3 Stunden bestrahltes Gebiet betritt. Sein Lebensweg nahm nach einem völligen Zusammenbruch vor 5 Jahren eine neue Richtung. Menschen reagieren auf technische Felder empfindlicher als ursprünglich angenommen. Die Revolution mobiler Kommunikation bringt Nebenwirkungen. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die Probleme haben. Diese Anzahl steigt. Auf der anderen Seite gibt es Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation, die abwiegelt und sagt, nein, das ist nichts da, das ist alles nur eingebildet. Und hier gemeinsam mit der Industrie gegen die Menschen arbeitet. Und das muss aufhören. Ein eingebildetes Krankheitsbild wird auch dem unter dem Mikrowellensyndrom leidenden Ulrich Weiner angedichtet. Seit 4 Jahren reist er von Funkloch zu Funkloch, der sich nur dort ohne Strahlenanzug aufhalten kann. Gegen mobile Kommunikation an sich hat der ausgebildete Funktechniker nichts einzuwenden. Mobile Kommunikation bin ich überhaupt kein Feind. Ja. Nur im Moment, wir haben auf der einen Seite keinen Mobilfunk mehr, sondern einen Hausfunk. Das heißt, wir haben eine Kommunikation, die in jedem Haus, in jedem Keller verfügbar ist. Das ist auch nie, war nie geplant. Ja. Also ich habe Mobilfunk immer so verstanden, mobil, also draußen im Freien, am Fenster, vielleicht noch 1 Meter am Fenster, Empfang und dann ist okay. Mit diesem Gerät kann Weiner Strahlung hörbar machen. Anhand eines schnurlosen Haustelefons erläutert er, welche permanente Strahlenbelastung gegeben ist. Ich stecke jetzt das Gerät ein. Und ja, jetzt muss ich es wieder ausstecken, sonst versteht man nichts. Man hat jetzt gesehen, also die Anzeige springt sofort auf Vollanschlag und wir haben ein ganz starkes Brummen. Also das bedeutet, diese Station von dem schnurlosen Telefon sendet jetzt 24 Stunden. Man hat gesehen, das Handteil liegt auf der Station, das heißt, es wurde nicht benutzt. Seinen Körper stärkt Weiner vor dem Verlassen des Funklochs mit intravenöser Zufuhr von Vitamin C und Calcium, um die Strahlenbelastung so länger aushalten zu können. Bewiesen ist, dass diese einem immer größer werdenden Teil der Menschheit schadet. Die skandinavischen Länder haben diesbezüglich bereits Maßnahmen gesetzt. Da ist diese Krankheit oder dieses Phänomen bekannt. Dort ist es eine anerkannte Behinderung. Die Menschen haben dort ein Recht, in funkfreien Gebieten zu leben, bekommen Rente und werden auch so gut versorgt. Also die Länder, die den Mobilfunk schon länger haben, sind da durchaus schon viel weiter. Erste Studien aus Schweden zeigen, dass eine Nutzungszeit von 10 Jahren mit einem etwa dreifach erhöhten Risiko für bösartige Gehirntumoren verbunden ist. Das heißt, hier hat man nicht den Verdacht, sondern hier hat man den Beleg dafür, dass die Nutzung dieser Technologie zu ernsten Störungen und Krankheit führt. Ulrich Weiner geht seinen Weg weiter und informiert über ein offensichtlich kleines Kommunikationsproblem, welches für die Menschheit einmal ein ganz großes werden könnte. Also das ist vielleicht so ein kleiner Eindruck, kann man natürlich gleich sagen, wenn man es positiv sieht. Bist du an den schönsten Plätzen Deutschlands, in dem Fall war sogar eines der schönsten Funklöcher in den Dolomiten. Ja. Aber wenn man immer nur im Wald ist, dann ist es nicht ganz so einfach. Jetzt will ich vielleicht noch ein paar Punkte sagen, mir geht es eben um die Kinder, ich will jetzt mal weitergehen, jetzt kommt natürlich immer gleich die nächste Frage, wenn man das seit 32 weiß, wie schaut es denn heute aus? Sie haben ja den Fernsehbeitrag am Anfang von ARD gesehen, vom ersten deutschen Fernsehen. Also man weiß sehr, sehr viel. Also auch die Elektrosensibilität ist anerkannt. Es gibt hier in der ICD, die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Also wenn wir Ärzte unter uns sind, nach dem müssen zum Beispiel die deutschen Ärzte abrechnen und da gibt es diesen Punkt Z58. Also es ist bekannt. Und ja, wann kommt man dazu oder wie entwickelt sich das? Das will ich mal ganz kurz zeigen. Das ist ein bisschen, wir nennen ihn mal Funkmichel aus München. Also viele Leute bekommen über Nacht eine Funkbelastung, in dem Fall eher vom Fenster. Viele Menschen wissen gar nicht, wie so ein Mobilfunksender aussieht und werden aber trotzdem krank.
Tiere und Pflanzen wissen auch nicht, wie so ein Sender ausschaut und werden auch krank. Also damit ist die psychologische Seite immer sehr leicht auszuschließen. Gut, im Wesentlichen unterscheidet die Umweltmedizin eigentlich auch unter drei Typen. Ich will das mal kurz zeigen. Dann machen wir es eigentlich sehr kurz. Es gibt noch den 3B-Typ. Also jemand spürt was, weiß warum. Typ 2 spürt was, weiß nicht warum. Das ist also die große Masse, die Probleme hat, aber nicht unbedingt zuordnen kann, wo kommt es her. Typ 3 sagt von sich, er spürt nichts. Und dann gibt es noch den 3B. Das ist der Mensch oder der Typ von Mensch, der sagt, er merkt nichts. Und wenn ich dann seine Frau und seine Kinder frage und sage, ja, wie ist denn der Papa, wenn er 3 Stunden Handy telefoniert hat, dann sagen die mir, wenn der heimkommt, kriegt er nichts mehr mit. Ja. Also diesen Typ gibt es auch. Also das andere im nahen Umfeld, gerade Frau und Kinder, das sehr wohl merken, wenn jemand mit dem Handy telefoniert. Okay, der Krankheitsverlauf vielleicht, das ist natürlich sehr medizinisch, aber da springen wir gleich weiter. Es fängt immer zuerst an, dass der Körper ein Alarmzeichen gibt. Muss schneller machen, okay. Aber es ist mir ganz wichtig, weil diese Alarmzeichen treten sehr viel und sehr früh auf. Das beginnt bei vielen ganz banal mit Kopfweh. Sagt natürlich jeder, Kopfweh ist nichts. Aber ich will es mal einfach vergleichen. Wenn Sie ein Auto benutzen und es geht bei Ihnen das rote Lämpchen auf, Öl geht zum Beispiel aus, also Motoröl wird weniger, dann haben Sie 2 Möglichkeiten. Entweder Sie decken das zu und sagen, ist mir doch wurscht, oder Sie sagen, okay, Alarmsignal, jetzt gehe ich zur nächsten Tankstelle und fülle Öl auf. Wenn Sie es zudecken, entspricht es genauso, wie wenn Sie bei Kopfweh eine Aspirin einschmeißen und sagen, ist mir doch egal. Irgendwann, wie beim Auto, kommt es zum Motorschaden. Also sprich, das Auto, wenn kein Öl kriegt, irgendwann gibt es einen Kolbenfresser oder was auch immer und der Motor ist kaputt. So ähnlich ist es bei uns. Und viele Menschen sind es gar nicht mehr gewöhnt, so kleinste Alarmzeichen ernst zu nehmen und auch die Ursache zu finden. Nicht die Auswirkung bekämpfen, sondern immer die Ursache. Das ist mir ganz wichtig. Okay, vielleicht ganz kurz die Phasen nochmal ganz kurz dargestellt. Das ist mir bloß wichtig, auch jetzt auf Bezug auf die Kinder. Es fängt in der ersten Phase sehr, sehr banal an, mit sogenannten Befindlichkeitsstörungen. Zum Beispiel, wenn jetzt hier aufgehört, Schlafstörungen, Nervosität, Gereiztheit, Konzentrationsschwäche, Appetitlosigkeit, Lernschwäche, dann Kinder mit Best-, also Bettnässerkinder kann sein, ja, und so weiter. Das ist erstmal noch nichts, ist nur, also noch nichts nicht, aber erstmal ein Alarmzeichen. Und dann kommt schon die zweite Phase, bedeutet für den Körper eine Beeinträchtigung. Dann geht es jetzt dann schon höher, gesteigerte Infektanfälligkeit, Kopfschmerzen, Migräne, Verdauungsbeschwerden etc. Also der Körper schafft es nicht mehr und reagiert viel empfindlicher in anderen Bereichen. Und die dritte Phase ist dann wirklich schwere Erkrankungen. Wir haben im Film schon gesehen, zum Beispiel Krebs, Leukämie und Parkinson und so weiter. Auch die ganzen Alzheimer-Sachen, die werden da vermutet. Okay, machen wir es ganz kurz. Ein paar Symptome sind schon angesprochen worden, aber vielleicht machen wir es nicht so ausführlich. Schlafstörungen ist ein wichtiges Alarmzeichen. Und es geht dann runter, ich mache es mal kurz. Erschöpfung haben wir schon gehabt, Tagesmüdigkeit, Konzentrations-, Gedächtnisminderung, Schweißausbrüche, spontane Erregbarkeit in jede Richtung bis hin zur Depression in die andere Richtung, alles möglich. Und wenn Sie wieder unten hinschauen, das sind alle Studien, in dem Fall von den frühen 60er Jahren bis zu den 80er Jahren, also man weiß das wirklich seit Jahrzehnten. Okay, vielleicht ein paar Studien, das ist mir die wichtigste, auch wieder auf die Kinder. Hier wurden Zahlen zusammengetragen aus den Jahren 85 bis 2004 und verschiedene Länder sind beteiligt. Wir sehen Schweden, Österreich, Kalifornien werden als Ausreißer, Deutschland, Schweiz, Irland, England. Und was ich zeigen will, 85 gab es kaum Mobilfunk, waren 0,06% der Schweden oder gaben an, elektrosensibel zu sein. Schauen wir 9 Jahre später, waren schon 0,63% in Schweden. Wir können nochmal von 94, das sind nochmal 3 Jahre, sind es schon 1,5%, bei 2000 3,2%, 2003 9%. Parallel zu diesen Jahreszahlen haben sich natürlich die Techniken entsprechend verdoppelt oder vervielfacht. Ja. Vielleicht Beispiel aus Deutschland, unser erstes Mobilfunknetz hatte 800 Sendestationen, in der Zwischenzeit haben wir 120.000 Sendestationen, also kleiner Wachstum. So. Was passiert, wenn man das hochrechnet, also die Forscher haben eine statistische Auswertung gemacht, haben gesagt, wir bilden den Trend. Also wenn die Entwicklung so weitergeht, was passiert? Und wir haben dann hier eine Zahl, sehr erschreckend, 2017 haben wir 50% der Bevölkerung geschätzt. Leider ist es so, dass die Technik schneller wächst als
oder sich schneller verbreitet. Wahrscheinlich, daher kann man davon ausgehen, dass die Zahl leider früher erreicht wird, wenn nicht bald was passiert. Und Leidtragende sind eigentlich die Kinder, die vom Mutterleib an bereits die Strahlung abbekommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Dauer, wir haben es vorhin schon gesehen, oder der Volksmund sagt es auch schön, die Dosis macht das Gift. Das heißt, bei Strahlung, Strahlungsstärke oder Strahlungsstärke mal Zeit mal Art. Ja? Also die Zeit ist das Entscheidendste und der entscheidendste Faktor. Und das ist auch gleichzeitig auch das Teufelste an dem ganzen System. Man ist ja nicht so, dass man heute Handy telefoniert und 2 Minuten später hat man so Kopfweh, dass man es lässt. Also bei mir ist es mittlerweile so. Aber das ist nicht der Durchschnitt, sondern es kommt Jahre versetzt. Also bei mir kam es so nach 7 bis 10 Jahren, dass ich Probleme bekommen habe. Also und das ist das Versteckte und Teuflische dahinter. Okay, dann vielleicht nur ganz kurz, und dann sind wir schon wieder direkt bei den Kindern. Wenn das alles so ist, was uns der Dr. Scheiner heute gesagt hat, was ich Ihnen jetzt sehr kurz noch gesagt habe, dann muss man das doch irgendwo sehen, zum Beispiel in Statistiken. Und wir sind in der Schweiz und ich habe eine Schweizer Statistik mitgebracht. Und zwar ging es darum in dieser Statistik, Sie sehen es oben schon, Veränderung der Diagnosenanzahl in Schweizer Arztpraxen. Also es ging darum, wie haben sich gewisse Krankheiten verändert oder entwickelt. Wir haben hier mit Rot, fängt es an, die psychischen Erkrankungen, dann Nerven- und Sinnesorgane blau, das ist der Balken, Stoffwechselentgleisungen, Störungen, das ist der grüne. Da haben wir noch Unfälle, die fallen nicht so ins Gewicht, aber Hautkrankheiten, Herz-Kreislauf, übrige Diagnosen. Und dann ist jemand hergegangen an den Arzt und hat gesagt, jetzt zeichne ich den Start des Mobilfunknetzes in der Schweiz ein. Und das war Mitte 1997, also des Digitalen. Das Natel C gab es ja schon viel länger. Und man sieht einen sprunghaften Anstieg. Natürlich immer zeitversetzt, also in dem Fall ungefähr ein Jahr und manche Beschwerden auch mehrere Jahre. Es kommt dann immer zeitversetzt. Gut, dann vielleicht sind wir direkt bei den Kindern. Dieser Wirkstoff, den man kaum aussprechen kann, also Methylphenid, Atytrochlorid. So, vielleicht haben wir ein paar Ärzte, ein paar Apotheker, die können das. Für mich ist es ein Zungenbrecher. Das ist der Wirkstoff von Ritalin. Ritalin ist, denke ich, ein Begriff, wird gegeben für Kinder, wenn sie ADS und ADHS haben. Also das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und ADHS, die Steigerung davon. Und Sie sehen, viele Jahre war das in etwa gleich. Und Mobilfunk in Deutschland ist 92 gestartet, der digitale, und zeitversetzt gibt es hier einen massiven Anstieg. Das kann natürlich auch noch andere Gründe haben. Es könnte sein, dass die mehr Werbung machen, war schon mal ein Grund, aber das halte ich bei diesem starken Anstieg für nicht realistisch. Okay, und generell erwartet zum Beispiel die Bundesregierung hier auch die Deutsche ein höheres Gesundheitsrisiko. Und wenn man das alles so sieht und sich das anschaut, dann fragt man sich natürlich, warum wird nicht gehandelt? Und wir haben ja in dem ARD-Beitrag gesehen, wie die deutsche Regierung reagiert hat, nämlich gar nicht. Und in Österreich kommt es wenigstens schon mal um 20 Uhr in der Zeit im Bild, was da dahinter steckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Bundesregierung eine Warnung rausgibt, wir haben jetzt in Bayern Handyverbot an Schulen, ist das zweite Schuljahr, jetzt hat Italien nachgezogen mit Handyverbot an Schulen. Wenn solche Warnungen kommen, dann ist es eigentlich schon mehr als 11:55, vielleicht schon 12:30. Ja? Wir haben auch WLAN-Verbot, also das digitale oder schnurlose Internet, strahlt ähnlich wie das schnurlose Telefon, was wir vorhin gesehen haben im Film, strahlt 24 Stunden, auch wenn keiner es benutzt oder telefoniert bzw. im Internet surft. Und ich möchte wirklich heute mitgeben, wenn ihr heimkommt, schaut, was habt ihr zu Hause? Was habt ihr für ein schnurloses Telefon zu Hause? Es gibt verschiedene Techniken. Schaut, ob ihr es nicht ersetzen könnt, ob ihr nicht lieber zurückgeht auf das klassische Kabel. Es kann ja auch ein langes Kabel sein. Ja. Das ist wirklich das Einzige, was wirklich oder nachweislich 100% strahlungsfrei ist. Und wenn man mit den ganzen Sachen sich ein bisschen schwer tut, aber überlegt mal, das normale Festnetztelefon gibt es in vielen Regionen hier in Europa schon fast 100 Jahre und man hat nie Beschwerden gehabt. Das Handy gibt es seit 15 Jahren und es ist eine heftigste Diskussion überall zu dem Thema. Und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, meldet das Handy ab, es bringt eigentlich nur Leid und Schaden. Und ja, es ist wirklich so,
Also ich möchte es mal so sagen, ich mache ganz viele Vorträge an Schulen. Ich war letztes Jahr bei 25.000 Schülern im deutschsprachigen Raum. Ich mache das ganz so, so Gott will, und ich die Kraft habe, mache ich es. Ja. Aber ich muss aufpassen, so eine Aktion wie heute kostet mich ein, zwei Tage Bettruhe, da komme ich nicht drum rum. Aber so gut es geht, mache ich es. Und mir ist es wirklich wichtig, denkt an die Kinder. Die bekommen allein die Strahlung, die jetzt da ist, die jetzt als Passivtelefonier, jemand, der diese Technik nicht nutzt, allein was jetzt da ist, und ich will es mal vielleicht, ich zeige es vielleicht auch mal kurz, aber man kriegt hier einen Schrock. Das ist der Sender drüben auf dem Haus. Und der ist im roten Bereich. Ich hätte euch ein schnurloses Telefon hätte ich jetzt gar nicht vorführen können, weil das hätte man nicht mehr gehört, so laut ist das andere. Ja. Denkt an die Kinder. Es ist ein Angriff auf die Familie, es ist ein Angriff aufs Leben, diese Technik. Und es gibt nur einen Weg, dem zu begegnen. Und es ist absolut konsequenter Verzicht. Es gibt keinen anderen Weg. Die Mobilfunkindustrie geht ganz klar nach Zahlen. Es geht ums Geld, um nichts anderes. Es geht um Zahlen. Und wenn allein ein Handy angemeldet ist, ich habe viele Leute, die sagen, ja, für Notfall und mal im Auto. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist auch eine Lüge. Es sterben mehr Menschen durch Handynutzung im Straßenverkehr, als über Notrufe gerettet werden. Das heißt, wenn man alle Handys abmeldet, haben wir noch weniger Verkehrstod. Es ist eine Studie des österreichischen Automobilclubs. Also wer das nicht glaubt, kann auf mich zukommen. Ich habe alles belegt, was ich hier sage. Ja. Und das Zweite ist, jetzt sind wir in den Bergen. Wir haben die Lawinenrettung, wir haben die Bergwacht in den Bayerischen Bergen. Die kommen immer wieder und sagen, seit wir die Handys haben, haben wir nur Arbeit. Die Leute gehen alleine in die Berge, sie gehen spät in die Berge, sie fahren im Winter nicht zugelassene Pisten, so nach dem Motto, ich habe ja mein Handy dabei. Ja? Und es ist eine falsche, trügerische Sicherheit. Es ist keine Sicherheit. Ja? Und wie gesagt, es gibt nur einen konsequenten Verzicht, um dem zu begegnen. Ich weiß, dass es gerade für die jungen Leute vielleicht am Anfang nicht ganz so leicht sein wird. Ich habe die Phase schon hinter mir, also wer Tipps braucht, kann zu mir kommen. Also es gibt da Wege, auch im Geschäftsleben, auch als Jugendlicher, dass man wirklich seinen Handykonsum stark reduziert und dann mittelfristig ab, also ganz lässt am besten. Also jedes angemeldete Handy zieht automatisch einen Mobilfunksender hinter sich her. Wir haben in Deutschland jetzt 8 Mobilfunknetze, in der Schweiz ist es genauso. Die können alle irgendwo leben, zwar nicht mehr gut, die schreiben überwiegend rote Zahlen, aber noch haben sie genug. Und wenn der Verbraucher nicht mehr telefoniert, dann gibt es eine Chance. Ja. Also das will ich jetzt vielleicht damit abschließen auch. Ich kann noch sicher noch stundenlang erzählen, aber der Iber steht schon auf, er möchte auch was sagen. Ich sage vielleicht noch abschließend dazu, die Ursache von all dem, und das wissen viele hier viel besser, als es ich weiß, könnt es nachlesen, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 4, das ist der Ursprung, der Mensch will sein wie Gott, Gott ist allgegenwärtig, der Mensch will überall erreichbar sein, und das ist auch mit ein Grund, warum dieses Handy einen so massiven Siegeszug innerhalb so kurzer Zeit hinlegen konnte. Ja, also diesen Aspekt sollte man nicht ganz ungeachtet lassen. Und vielleicht der zweitwichtigste Aspekt dann danach, ein Handy dient auch zur totalen Kontrolle. Ja? Das heißt, ihr müsst euch bewusst sein, wenn es Verfolgung gibt, und die ist schon im Vorbereiten, ein einziger, der ein eingeschaltetes Handy hat, in zum Beispiel einer Geheimversammlung, ist ortbar und verrät alle anderen mit. Das muss man wissen. Ja? Ein Handy ist die totale Überwachung schlechthin. Und in Deutschland haben wir jetzt noch die Vorratsdatenspeicherung, in der Schweiz ist es mittlerweile auch so. Jedes Handygespräch, also mit wem hat man angerufen, wie lange hat man gesprochen, dann jede SMS, also beim Handygespräch nur wen hat man angerufen, nicht den Inhalt. Die SMS wird mit Inhalt ein halbes Jahr gespeichert und das ganze Bewegungsprotokoll von 6 Monaten. Das heißt, wenn heute ein Handy eingeschaltet wird und man bewegt sich, kann man 6 Monate später noch sagen, der war genau da, ist so gefahren, war da, ist in den Bus eingestiegen und so weiter. Das ist Stand der Technik, das ist real. Ja, das ist nicht Johannes-Offenbarung, sondern es ist real. Ja, da steht es auch drin, aber es ist real. Ja. Und lebt damit, also geht damit bewusst um. Und ich finde es so toll, dass wir heute hier sein konnten. Trotz vieler Verhinderungen haben wir es noch geschafft. Ich bin echt dankbar, dass wir wirklich noch ein paar Worte richten konnten, wenn noch Fragen sind. Ich denke, ich werde auch meine E-Mail hinterlassen, einfach auf mich zukommen, vielleicht nicht alle auf einmal, ich bin schon bei ungefähr 100 E-Mails am Tag, aber soweit es geht, werde ich sie auch beantworten. Vielleicht kann man ja mal eine andere Veranstaltung machen. Der Dr. Scheiner hat noch viel, viel mehr zu erzählen, er hat sich wirklich sehr zurückgenommen, um mir noch ein paar Minuten zu geben. Aber ich denke, das Thema betrifft so, so viele und wir müssen es angehen
Und wie bei anderen Themen, die er heute hatte, die Ursache ist einfach das, dass der Mensch sein will wie Gott. Das ist die einzige Ursache für all diese Technologien. Das muss man wissen. Ja. Okay, damit beende ich. Okay. Herzlichen Dank auch unseren zwei letzten Referenten. Es war hochinteressant. Ich glaube es fast nicht, da steht einer im Raumanzug, gell? Und erzählt von Dingen, von denen wir noch nicht mal etwas gehört haben. Aber eine Frage würde ich gerne an Dr. Scheiner doch richten noch. Ist das im Zug dasselbe? Also ich sage seit Jahren, wenn ich unterwegs bin, ich fahre ziemlich lange, wenn ich irgendwo auf Reisen bin mit dem Zug. Kategorisch, wenn ich mit Zügen fahre, die oben Leitungen haben, ich möchte arbeiten, irgendwann hängt bei mir alles aus, ich komme nach Hause und sage, hey, ich habe einen Blackout. Und wenn ich mit der Diesellok unterwegs bin, dazwischen arbeite, beginne ich wieder zu arbeiten nach 10 Minuten, das erzähle ich seit Jahren. Ist das eine Realität? Ist das dasselbe? Hat man ein Mikrofon? Ja, also es ist tatsächlich so, dass viele Mitbürger und Referenten, mich eingeschlossen, keinesfalls mehr in Deutschland mit dem ICE, ich weiß nicht, ihr habt ja tolle Bahnen, aber bei euch geht es mehr um die Kurve, da wird man wohl nicht mit so Geschwindigkeit fahren wie bei uns, wo es halt flacher ist, fahren zu irgendwelchen Veranstaltungen. Ich habe das mal sehr leidvoll erlebt, da hatte ich in Dresden einen Vortrag, da ging es ganz gut. Und dann hatte ich am nächsten Tag in München einen Vortrag, bin also von Dresden nach München mit dem ICE gefahren und da hatte ich Wortfindungsschwierigkeiten. Da musste ich plötzlich nachdenken, was willst du denn eigentlich sagen? Und ich sage immer scherzhaft, wenn ich rede, darf ich alles bloß nicht nachdenken. Also es ist tatsächlich diese Gehirnleistungsstörung, diese sogenannten kognitiven Störungen, wie es dann akademisch ein bisschen geschwollen heißt, sind tatsächlich der Fall und man muss dann diese beruhigten Waggons aufsuchen, aber da wird halt auch mit Begeisterung telefoniert und der Zug ist eben ein fahrradischer Käfig und deswegen ist das sehr problematisch. Vielleicht noch ganz kurz, in Deutschland, ich nehme an, hier wird es auch nicht viel anders sein, sind zum Beispiel Busfahrer oder auch S-Bahn-Fahrer, also mit Nahverkehrszügen, U-Bahn-Fahrer, die müssen ein eingeschaltetes Handy haben. Und es gibt Studien von der Universität Toronto und Bremen und was weiß ich, dass es ein mehrfaches Unfallrisiko gibt, hat ja auch schon der Herr Weiner gesagt, durch diese Technologie. Also das ist wirklich der Schwachsinn hoch drei. Okay, vielen Dank.